Hey, ich war am Wochenende beim Immobilieninvestor und Unternehmer Dr. Florian Roski und habe mit ihm wirklich drei sehr coole Videos aufgenommen. Ich bin mittlerweile wieder schon zu Hause, aber in diesem Video siehst du heute einfach mal das erste Video und zwar die Büro- und Office-Tour von seinem Büro, wo seine ganzen Mitarbeiter arbeiten und wo einige seiner Unternehmen angemeldet sind. Und das war wirklich ein sehr, sehr cooles Video und er hat mir auch sehr, sehr viele coole Einblicke in sein Unternehmen gewährt und hat mir auch einfach gezeigt, wie die Leute dort so arbeiten und wie das Ganze dort aussieht und hat auch wirklich sehr, sehr viel Mehrwert mir mitgegeben und ich konnte auch sehr, sehr viele neue Sachen lernen. Deswegen würde ich mal sagen, schau dir das Video bitte bis zum Ende an und ja, ich wünsche dir jetzt viel Spaß damit. Hey, wir sind jetzt hier beim Immobilienmillionär Dr. Florian Roski. Nicht wundern, ich habe schon meine. Roski. Roski. Nicht Roski? Roski. Roski, okay. Wir sind jetzt hier beim Immobilienmillionär Dr. Florian Roski und hier hat er sein Office mit seinen ganzen GmbHs. Sieht man schon Quartas, Wirtschaftsassoziationen, einfach gut beraten und auch seine Gründerberatung. Hier sieht man noch mal so ein paar Unternehmen von ihm. Und wir werden jetzt gemeinsam sein Office anschauen. Nicht wundern, meine Jacke habe ich schon ausgezogen, weil ich schon einmal drin war. Und wir werden jetzt einfach mal ins Office reingehen und anschauen, wie das Ganze aussieht. Er ist auch dort und wird uns so ein bisschen vielleicht ein bisschen was zu seinem Office erklären und uns einfach mal zeigen, wie das dort aussieht. Ich merke gerade, ich komme nicht rein. Ja, musst du klingeln. Hallo, guten Tag. Herzlich willkommen, ihr Herren. Herzlich willkommen. Grüß dich, Chris. Schön, dass du da bist. Danke. Danke für die Einladung. Gerne, gerne. Am besten wäre es jetzt einfach mal, wenn du uns vielleicht so ein bisschen einen Überblick gibst, halt in dein Office, wie das so alles aussieht, auch mit den Immobilien, was ja sehr spannend ist. Vielleicht, damit wir auch was daraus lernen können. Ja. Gerne, gerne. Also, angefangen hat das Ganze ganz klein in der Stöpselgasse in einem Hinterzimmer von der Nachhilfeschule, weil mein Kumpel damals hat sich mit einer Nachhilfeschule selbstständig gemacht, aus dem Studium heraus. Und da war auch dann eigentlich mein erster Raum, den ich angemietet hatte, als ich mich damals selbstständig gemacht habe, zusammen mit meinem Kumpel, mit dem Stefan Pape. Wir haben das ganz klassisch, wirklich in so einem Biergarten, haben wir zusammengesessen, haben überlegt, okay, was machen wir jetzt? Weil die Idee ist unbedingt, dass wir finanziell frei sein wollten, generell unabhängig sein wollten, so eigenes Ding machen wollten. Und ja, dann hat sich das Ganze ganz gut entwickelt. Also erst waren wir in einem kleinen Zimmer, in einem Hinterzimmer von der Nachhilfeschule. So begann die Gründungsberatung damals. Dann haben wir ein eigenes Büro uns damals gekauft, weil ich habe ja auch eine große Affinität zum Thema Immobilien. Ja. Haben das dann selber auch ausgebaut, jedes Wochenende. Und nach unserem normalen Job abends haben wir rangeklotzt, weil wir uns das Büro sonst nicht hätten leisten können. Und das war in einer alten Baumwollfabrik. Das war ziemlich cool. Das war so ein altes Fabrikgebäude mit fast 4 Meter hohen Decken. Und vor 2 Jahren wurde das Büro leider auch etwas zu klein. Sind wir umgezogen hier direkt neben dem Hauptbahnhof und sind hier auf einigen Quadratmetern zu Hause. Wobei ich sagen muss, das Büro ist schon wieder zu klein. Und ich würde eigentlich ganz gerne wieder in so einem, ja, in die Baumwollfabrik war schon geil, wieder in so einem alten Jugendstilgebäude, am besten irgendwie was mit Garten oder so, wo man dann auch in der Pause hinten vielleicht so ein bisschen Chill-Out machen kann. Oder in der Fabrik, wo wir vorher waren, hatten wir auch einen eigenen Außenbereich. Da hatten wir zum Beispiel eine Außenküche und da haben wir mittags mal gegrillt und so. Ja. Und das Büro hat so ein bisschen so eine Sexiness von einem Büro von einem Steuerberater oder einem Zahnarztpraxis. Also ist halt funktionell, aber eigentlich ein bisschen wenig fürs Herz. Ne? Wir haben schon versucht, das Beste draus zu machen, aber ich höre euch jetzt mal rum. Ja. Also das Ding ist relativ pragmatisch aufgebaut, so wie ich Immobilien eigentlich liebe, wie so ein Weihnachtsbaum. Das heißt, in der Mitte hast du einen Stamm und dann gehen quasi immer links und rechts die Zimmer weg. Und so das Effektivste, was du eigentlich haben kannst, sind Teambüros. Das ist eigentlich so heute die bevorzugte Arbeitsform, weil ganz allein im Büro sitzen ist auch nicht sehr kommunikativ und ist ja mal langweilig. Dann Menschen haben ja auch mal Lust, sich auszutauschen oder wenn es ein Kundenproblem gibt, versuchen das gemeinschaftlich zu lösen. Denn letztendlich, als Unternehmer überlebst du ja nur, wenn du einen Mehrwert für die Kunden lieferst. Und deswegen haben wir primär mal so Teambüros mit 4 bis 5 Mann pro Büro. Und ja, am besten, ich zeige es euch einfach mal. Hier vorne ist quasi die Four Quarters Exist. Das ist unsere Gründungsberatungsfirma. Und dann hier sieht man Zimmer Nummer 1. Sorry, dass hier noch ein bisschen Zeug steht, aber ich habe jetzt gerade ein Regal gekauft und da war eine Bar mit dabei. Ja, so ein Mist, jetzt musst du die Bar auch noch nehmen. Aber für die haben wir noch keinen Platz gefunden, deswegen steht hier noch ein bisschen Krusch. Aber im Prinzip sitzen hier 3 Gründungsberater und bereiten sich dann quasi auf ihre Mandanten vor. Wir haben so pro Woche 2 bis 6 neue Gründer, die sich selbstständig machen wollen. Und das ist quasi hier
Gründungsteambüro Nummer 1. Nur mal so als kurze Frage, weil ich habe ja unten auch schon gesehen, beim Eingang stehen ja ganz, ganz viele GmbHs. Wie viele GmbHs oder wie viele GmbHs hast du jetzt oder an wie vielen bist du beteiligt? Weil das war ja wirklich eine Liste, das werde ich vielleicht nochmal einblenden. Ich glaube 14. Okay, krass. Aber hier sind, ich glaube, 6 oder 7 ansässig. Wir haben immer verschiedene Themen. Also es gibt die klassische Gründungsberatung, die Four Quarters Exist. Und die ist quasi eingebettet in ein Holding-System. Oben drüber steht die Four Quarters Wirtschaftssozietät. Und die besteht halt aus verschiedenen Disziplinen. Und letztendlich sind die so entstanden im Gründungsbereich, immer das, was der Kunde braucht, wurde quasi eine eigene GmbH ausgesourced. Okay, ja. Und ein paar Mitarbeiter sitzen hier mit im Büro, ein paar sitzen aber auch zu Hause und haben ihr eigenes Homeoffice. Ja. Je nachdem, was für ein Typ du bist, der eine arbeitet gern von zu Hause, der eine möchte eingebettet sein in eine Bürogemeinschaft, so dürfen ganz frei. Manche Mitarbeiter arbeiten von halt schon zu Hause und manche halt aus dem Büro heraus. Genau, wo du jetzt schon die Mitarbeiter angesprochen hast, wie viele Mitarbeiter arbeiten jetzt hier? Also hier sind so ungefähr zwischen, schwingt auch ein bisschen zwischen 28 und 35. Okay, je nachdem, krass, wer hier mitarbeiten möchte. Oder manchmal arbeiten die auch zu Hause, da haben wir einen halben Arbeitsplatz. Das gibt auch, weil die ja 2-3 Tage die Woche da sind und den Rest halt von zu Hause aus arbeiten. Also da sind wir total flexibel. Und das trifft ja auch den Zeitgeist, dass du dir das selbst aussuchen darfst, wie du arbeiten möchtest. Wichtig ist halt nur, dass der Kunde top bedient wird und am Ende zufrieden ist. Und von wo aus du das machst, wie du magst. Und jetzt nicht wundern, es ist heute Samstag, deswegen sehen wir jetzt hier nicht so viele Mitarbeiter. Denn normalerweise sind die wahrscheinlich hier, aber heute wahrscheinlich. Ja, wobei Samstag ist eigentlich oft auch recht gut belegt. Nur wir hatten halt gestern noch eine zweite große Hürde. Wir hatten gestern unser Weihnachtsfest. Ja, das habe ich schon genau gehört. Und ich bin ganz sicher, dass sich der eine oder andere noch nicht so ganz erholt hat. Genau. Und deswegen wahrscheinlich heute eher Homeoffice hat. Genau, zu der Gründungsberatung werde ich wahrscheinlich auch noch den Link unten einbetten in die Videobeschreibung, weil ich glaube, einige von meinen Zuschauern sind vielleicht auch so ein bisschen gründungsaffin, wollen vielleicht auch was gründen und seid ihr da bestimmt der beste Ansprechpartner. Super, vielen Dank. Perfekt. Cool. Können wir dann. So, ja, gehen wir mal weiter, genau. sonst kommen wir heute noch nicht mehr durch. Dann haben wir hier quasi unseren Empfang. Da sitzt die Sandra, die ist heute nicht da. Die hat auch die ganze Weihnachtsparty organisiert und heute ist noch unser Immobilienmakler hier, der André. Stetig Tropfen hüllt den Stein. Das ist halt einer unserer fleißigsten, sieht man ja heute Samstag. Selbst am Samstag. Wir haben nichts zu zeigen. Der ist auch nicht extra dafür gekommen heute. Als Statist extra. Und hier sitze ich selber auch und in der Regel sitzen hier noch ein oder zwei Praktikanten. Das heißt, in der Regel ist das da. Quasi sitzt hier unsere Chefsekretärin, unsere Büroleitung, das ganze Büro letztendlich koordiniert. Und der André und ich sitzen hier und sonst haben wir meistens noch zwei Praktikanten da. Genau, die uns unterstützen bei allen. Und in den Ordnern, da auf der Seite, sind das dann Immobilien? Oh, das ist alles Mögliche. Ein paar Immobilien sind dabei, aber auch viele steuerliche Geschichten. Oder das sind eigentlich immer so meine aktuellsten Programme. Das, was ich jetzt gerade auch greifbar haben will. Okay. Zum Beispiel plane ich ja gerade eine Kakaoplantage in Panama aufzubauen. Und dann siehst du auch den Ordner von der Ecooperativo, so heißt quasi die Firma, die ich dort gegründet habe. Oder auch einen Vorsorgeordner. Jetzt haben wir QM-System gehabt und dann stehen halt die Ordner drin, die ich griffbereit brauche und mit denen ich selber aktiv arbeite, genau. Okay, perfekt. Ja. Gehen wir weiter. Vielleicht erzählst du uns nochmal was dazu, das sieht nämlich auch sehr interessant aus. Ja, also da haben wir 2015 haben wir den Top Consultant Award gewonnen als die beste Beratung für den deutschen Mittelstand in Deutschland. Haben wir überreicht bekommen, damals vom ehemaligen Bundespräsidenten Wulff. Und da waren wir schon recht stolz, weil wir haben nicht nur einfach verdienen Preis gewonnen, sondern wir waren auch die Besten von den Besten. Und das war ziemlich cool. Ja, das sieht auf jeden Fall auch richtig cool aus. Ja. Deswegen hängt da gleich ein Eingangsbereich. Ja, das ist, du wirst quasi da gleich, die Werbung schwingt dann gleich. Genau, direkt hier schon Proof. Hier haben wir unseren Serverraum drin, der ist natürlich nicht so spannend. Und dann halt hier für den Flur, wenn einer einen Laufdrucker braucht, schon was ausdrucken will oder so, da haben wir neben jedem Arbeitsplatz am meisten noch einen Drucker und einen Scanner, haben wir auch halt 1-2 Zentralgeräte, wenn irgendeiner beim Rauslaufen noch was mitnehmen will quasi. Und in den Schränken, was befindet sich in den ganzen Schränken? In den Schränken ist primär Buchhaltung, okay. Also alles, was man halt machen muss, um in Deutschland in der Regel das Finanzamt zu befrieden. Ne? Du hast mir vorhin schon gesagt, wie viele Ordner befinden sich hier ungefähr? Es ist schwer zu schätzen, vielleicht im Flur alleine 1200 oder vielleicht sind es keiner mehr. 1200, ja. Also es ist schon ordentlich. Ja. Ne? Also ist nichts, worum man rühmlich eine Bilanz zieht. Ja.
Hallo. Patrick. Da ist noch einer da. Nein. Das ist quasi unser Versicherungs- und Maklerbüro, weil viele Gründer und auch natürlich bei Mehrfamilienhäusern brauchst du immer eine Elementarversicherung, und auch die Gründer, die haben ja oft einen Einschnitt in ihrem Leben. Vorher waren sie vielleicht Angestellte, und da braucht man ganz andere Versicherungen und Absicherungskonzepte, wie als Unternehmer oder als Neuselbstständiger stellt sich natürlich die Frage der Krankenversicherung, genau, ja. Stellt sich die Frage der Betriebshaftpflichtversicherung, braucht man die oder nicht, oder wenn man ein bisschen größeres Modell hat, braucht man dann eine D&O-Versicherung oder. Und deswegen ist es einfach cool, wenn man da die richtigen Fachleute im Haus haben, die sich mit Gewerbeversicherungen auskennen. Das ist gar nicht so einfach. Ja. Ne? Und ja, aber auch mit dem Thema Vorsorge. Also hier im Endeffekt alles mit Versicherungen in dem Raum. Ja, genau. Also in der Regel sind es, ich weiß gar nicht, wie viele Makler sind wir zurzeit? 9 Stück. 9 Makler sind es in Summe, die im Versicherungsbereich arbeiten. Der Herr Weber ist dort der Geschäftsführer, der ist aber heute nicht da. Der leidet wahrscheinlich noch unter den Weihnachtsfolgen, und er kommt ein bisschen später, ist auch einer der Fleißigen. Ja, in der Regel sitzen hier 4, 3 Kollegen fest als Ansprechpartner für den Kunden, und der Rest arbeitet von zu Hause aus und betreut von dort die Mandanten. Genau. Ja? So, bin ich zu schnell? Sehen wir erstmal nur die linke Seite. Rückblick können wir die rechte Seite mitnehmen. So, dann haben wir hier ist quasi die Hausverwaltung drin, und ist eines der Räume von der Buchhaltung. Weil wir haben noch, wie viele Buchhalter haben wir denn? 6 oder 7 Buchhalter, weil dieses Jahr haben wir ganz schön aufgestockt, deswegen kann es auch 8 sein. Ich möchte nichts Falsches sagen. Und hier sitzt auch die Hausverwaltung. Wir haben auch eine eigene Hausverwaltung letztes Jahr gegründet und betreuen auch Objekte von anderen Kunden jetzt, nicht nur die eigenen Sachen. Und ja, das tut sich gut an, weil ich mit vielen Hausverwaltungen absolut unzufrieden war. Du hast angerufen, die haben einfach nichts getan. Und ja, ist klar, ist auch eine Art und Weise, den Lohn zu steigern. Man macht nichts für das Geld, was man kriegt. Ja. Und das hatte ich sehr oft, muss ich gestehen. Und deswegen wollte ich eine Hausverwaltung, die auf Zack ist. Und da muss ich sagen, da haben wir 2 Damen am Start. Und jo, da solltest du deine Miete pünktlich zahlen und deine Sonderumlage, weil die also haben Schmackes. Da, die schätze ich sehr. Ja, da hinten ist auch noch Buchhaltung, ist das, glaube ich, aber geschlossen. Dann haben wir hier wieder Gründungsberatung. Okay, ja. No, da sitzen halt auch 3 Gründungsberater drin. Und ihr seht, das sind noch die Bierreserven hier. Ja, das ist, glaube ich, in Bayern eines der Lieblingsgetränke. Da ist man als Erfrischungsgetränk, trinkt man nicht unbedingt Wasser. Und Kicker haben wir hier stehen. Und dann haben wir hier auch noch so einen Massagesessel. Auch ganz nett. Das heißt, über Kleingespräche haben wir auch so kleine Besprechungsräume. Die großen sind weiter vorne, kommen wir gleich noch vorbei. Und wenn du mal einen Power-Nick machen willst, das hast du ja auch öfter, willst du dich immer dafür nach Hause fahren, dann kannst du gemütlich hier eine Runde schnarchen. Gut, gehen wir mal zurück. Das Thema Marketing und die Marketingagentur, die ist komplett außerhalb. Okay. Dann haben wir hier noch einen kleinen Besprechungsraum. Jetzt mal reinhalten. Da ist dann Santa Clara. Wir haben alles nach kubanischen Städten, ich sag mal, so benannt. Unser Rumpelkammer heißt deswegen auch Guantanamo. Und das finde ich ganz interessant. Hier haben wir so ein Netzwerk bauen. Ja. Und zwar die Gründer, die sich vernetzen wollen, die können ihre Visitenkarte hier draufkleben. So hat man sie auch immer irgendwie im Blick. Und wenn wir dann einen neuen Gründer haben, der sucht zum Beispiel einen Planer für Elektrotechnik oder einen Fotografen, oder you can name it, dann steht man gleich daneben und kann sagen, okay, den kann ich empfehlen oder den kann ich empfehlen, die sind echt cool, das sind auch unsere Gründer, weil wir versuchen natürlich immer unseren Gründern in irgendeiner Form Unterstützung zukommen zu lassen. Das heißt, in der Regel kaufen wir unser Papierzeug bei irgendeinem Gründer, wir versuchen, wenn wir technische Probleme haben, die von einem Gründer machen zu lassen, wenn wir Marketing machen, dann versuchen wir das unseren eigenen Gründern zu machen. Wenn die Hausverwaltung was braucht, dann natürlich über die eigenen Gründer. Und das ist natürlich ein geiler Anfangssupport, wenn du letztendlich, wir leben ja auch von unseren Gründern, dass wir dann auch versuchen, denen was zurückzugeben und das gesamte Auftragsvolumen, was wir haben, nicht an irgendwelche Monopolisten weiterzugeben, sondern genauso diese kreative, wuselnde, wichtige Masse letztendlich auch zu unterstützen. Und so versuchen wir auch alle Aufträge wieder reinzugeben. Das ist, finde ich, eine sehr sinnvolle Sache. Ja, und deswegen haben wir unter anderem auch diesen Netzwerkbaum da. Mhm. Das ist eine coole Sache. Ja, ja, finde ich auch. Ja, Gründungsberatung ist etwas, das macht man fürs Herz, ne? Ja. Weil es ist oft sehr kleinteilig,
Und auch nichts, wo man wirklich großes Geld verdienen kann in der Regel. Aber es ist was, was Bock macht. Ja. Ne? Weil man hat das Gefühl, man tut was Gutes. Man hilft anderen Menschen damit, ihre beruflichen Träume zu verwirklichen. Man schafft Arbeitsplätze. Also das ist eigentlich Social Entrepreneurship in Reinform. Ne? Und es ist auch nicht so einfach, das so hinzubekommen, dass man damit Geld verdienen kann. Deswegen versuchen wir auch, möglichst viele Zusatzdienstleistungen anzubieten. Also alles, was der Gründer braucht. Wir haben auch eine kleine eigene Bank, die mein Mikrofinanzierer, wo wir selber Kredite rausgeben können, bis 25.000 Euro. Und das oft, wo nun, das reicht den meisten Gründern eigentlich. Und wenn es dann größer wird, wir haben auch eine Direktanbindung, eine Indirektanbindung, würde ich nennen, über die KfW, wo man dann auch ein 100er als Startgeld, ein 100er Begründer bekommen kann. Also Finanzierung ist auch ein wichtiges Thema. Das ist krass, ja. Genau, und dann haben wir hier, was habt ihr gerade zu schaffen? Genau, seid fleißig, haben wir noch einen größeren Besprechungsraum. Also in Summe haben wir so 3,5 Besprechungsräume und die reichen aber eigentlich auch. Ja? So cool. Da habe ich auch schon gesehen, irgendwie, das sind, glaube ich, eure, sag ich mal, die, die ihr beraten habt oder die dann im Endeffekt in den Nachrichten gelandet sind. Ja, also da haben wir so, genau, wir haben so Kollegen, der sammelt die Anzeigen immer. Also ich glaube, es sind so viele eigentlich und wir freuen uns immer, wenn wir dann irgendwie, beziehungsweise wenn ein Kollege dran gedacht hat, mal eine auszuschneiden und mitzubringen. Ja. Aber wenn man in Nürnberg durch die Straßen geht, dann läuft das wirklich so, ah, kenne ich von uns, kenne ich von uns, kenne ich von uns. Na, das ist ziemlich cool. Das ist wirklich cool, ja. Ja, wir haben uns auch primär auf die Metropolregion Nürnberg letztendlich fokussiert, ne, weil da gibt es genug zu tun. Das ist ein Einzugsbereich mit 3,4 Millionen. Ja, das sind ja eine Menge. Genug Gründer. Dann haben wir auch noch so ein, zwei kleine Coworking-Spaces. Hier ist Coworking-Space Raum 2. Und zwar haben wir natürlich auch immer Gründer, die letztendlich am Anfang kein Büro haben und von zu Hause aus arbeiten. Und die betreuen wir wie so ein Inkubator am Anfang auch. Also dann sitzen oder mieten die sich oft bei uns ein. Einfach so einen Arbeitsplatz, den wir dann sehr günstig hergeben. Und dann können wir die halt ganz gut betreuen und haben nochmal ein Händchen drauf. Und das sind als Gesprächspartner da. Und das wird sehr, sehr, sehr rege genutzt. Meistens bleiben die dann so ein Jahr oder eineinhalb oder zwei, bis sie halt dann zu groß werden. Und dann suchen die sich eigene Räumlichkeiten. Aber für so eine One-Man-Show ein eigenes Büro zu mieten und noch ein Sekretariatsservice und eine Telefonanlage und das Internet, dann bist du ratzfatz mal, sag mal, ohne Sekretariat bei 800 bis 1000 Euro und das am Anfang für einen Gründer ist oft zu viel. Ja. Na, und deswegen ist einfach cool, wenn die sich dann einmieten, eine Zeit lang hier sind, dann können sie quasi auch die ganze Infrastruktur mit nutzen. Zusätzlich mit unserem Netzwerk bauen. Ja. Ne, das ist ja nur ein ganz kleiner Auszug aus den Karten, weil wenn einer immer da ist, dann denkst du ja auch immer an ihn. Ja, stimmt. Ne, ja, also automatisch. Das heißt, wenn du irgendeinen anderen Kunden hast und du denkst, oh, die können sich vielleicht irgendwie was gegenseitig unterstützen oder was geben, dann connectest du die sofort. Mhm. Und dadurch ist das für die Gründer unheimlich, also letztendlich erfolgsträchtig, wenn sie sich ja einmieten. Aber wir haben auch nur, ich glaube, 5, 6 Plätze oder so, die wir für dieses Thema nehmen, weil ja, uns geht der Platz schon wieder aus. Ja. Und die haben wir jetzt für eigene Mitarbeiter letztendlich benutzt. Genau, dann gut, hier ganz klassisch die Toiletten. Das war, glaube ich, hier auch die GmbH, ne? Die Mikrofinanzier GmbH, wo ja, du sagst, die 25.000, genau. Genau, da mussten wir uns ja akkreditieren. Ja. Ne, sowas läuft ja direkt, indirekt auch mit dem Einfluss von der BaFin. Ja. Und das war auch ziemlich teuer, sich da akkreditieren zu lassen und dann mussten wir auch so Geldwäscheprüfungen machen und brauchten dann auch einen Banker und lalala, bis das alles dann mal hingehauen hat und ja, wird ganz gut Gebrauch gemacht. Wir haben im Schnitt so einen Kreditvolumen zwischen 90 und 150 Krediten, die wir draußen haben. Ne? Okay, und das ist ja schon eine gute Sache. Ja, da kommt dann schon ein bisschen was zusammen. Ne? Wobei wir nicht sehr viel dran verdienen, muss man auch sagen, weil es halt ein staatliches System ist. Ja. Und auch die Zinssätze werden uns vorgegeben. Aber viele Gründer haben ja letztendlich, wenn sie neu anfangen, die schlechtestmöglichste Bonität für das klassische Bankensystem. Und auch für klassische Banken macht es in der Regel keinen Sinn, einen Kredit für 10.000 rauszugeben. Ne? Wenn die 2% bekommen, was soll das? Ne, also das ist ökonomisch gar nicht machbar. Und für einen Selbstständigen, damit eine Bank den beurteilen kann, braucht die bestimmt, also statistisch sagt man 7 Stunden. So ein Banker hat wahrscheinlich einen internen Kostensatz von 100 Euro. Ja. Das heißt, wenn der 7 Stunden braucht, kostet die Bank 700, mal ohne Infrastruktur. So, und wenn der im Jahr 200 Euro Zins zahlt oder 300, dann haut das einfach nicht hin. Ne? Zusätzlich ist natürlich ein Gründer auch immer noch ein Risiko. Ja. Ne, weil der ja noch keine historischen Bilanzen vorzuweisen hat und hat noch nicht gezeigt, dass er es kann. Und wir haben auch ein Problem in Deutschland letztendlich, dass man Unternehmertum nirgendwo lernen kann. Ne, weil es gibt keine Schule für Unternehmertum. Ja. Weil letztendlich hast du ja vorne meistens dann Beamte
und das ist das Gegenteil von dem Unternehmer, ne? Die sind eher sicherheitsorientiert und das ist genauso wie wenn, keine Ahnung, Fisch ein Vogel das Fliegen beibringen will. Ne? Also der kann nur über das Hörensagen sprechen, aber letztendlich weiß er nicht, wie es geht, deswegen kann es keine Gründung an den Hochschulen ja wirklich geben. Ne? Weil da müsste ja auch die Person das Mindset haben. Und das ist er ja nicht, das ist das Gegenteil. Ja, genau. Er hat sich die sicherste Kiste auf diesem Planeten ausgesucht. Deswegen ist es immer lustig, wenn Professoren Gründung anbieten, ne? Das ist dann meistens sehr stark sich und auch auf einen Teil konzentriert, der sowieso kleines BWL ist. Ja, genau, ne? aber oft meiner Meinung nach nicht sehr zielführend. Ja. Ne? Weil die brauchen was anderes. Die brauchen auch Frechheit, Unternehmergeist, Mut, auch jemand, der vorlebt und sagt, welche Entscheidungen man trifft. Und da ist einfach ein Beamter meiner Meinung nach die falschestmöglichste Person. Ja, ne? Das also, ist auf jeden Fall nicht. Ja, also da gibt es keinen Unternehmergeist. Ich kenne halt nur die Theorie und den Rest. Ja, ne? Wie sage ich immer so, das ist ein Muchenwissen. Sie wissen, wie es geht, aber können nicht. Ja, dann haben wir hier quasi noch so eine kleine Teeküche, wo wir mittags gerne hier zusammen an der Bar sitzen, sozusagen zusammen was Mittagessen. Funktioniert auch immer zu unterschiedlichen Zeiten. Auch die Kollegen kommen ganz zu unterschiedlichen Zeiten, weil wir im Prinzip keine Kernzeiten haben. Ne, sondern jeder stempelt selber, wir haben Software dafür, weil wir müssen ja. Früher hatten wir das nicht, aber wir sind jetzt ja verpflichtet, wie alle Firmen, Stunden nachzuweisen. Mhm. Finde ich eigentlich einen übelsten Eingriff in die Privatsphäre, weil früher waren es immer Vertrauenszeiten. Das heißt, wir haben jedem Mitarbeiter vertraut, dass er quasi die Stunden ableistet, die er machen muss. Jetzt muss jeder stempeln und dann müssen die Stunden stimmen und da muss man immer Kontrolle und hat meiner Meinung nach nichts mit Freiheit und Vertrauen zu tun, mag ich eigentlich nicht. Aber ja, aufgrund dessen, aber nichtsdestotrotz, darf jeder kommen und gehen, wann er will, solange er seine Stunden kommt. Ja, noch anders. Solange er seine Kunden zufriedenstellt und möglichst mehr verdient, als er kostet. Ja. Ne? Weil wenn es andersrum ist, kannst du zumachen. Ja. Ne? Also das ist letztendlich die wichtigste Prämisse. Ja. Im Prinzip führe ich so einen Laden auch nicht nach dem Tenor, dass ich hier der Chef bin oder irgendein anderer, sondern wir haben eigentlich Grundwerte, an die wir uns orientieren. Grundwerte wie Freundlichkeit, dass wir mit jedem freundlich umgehen, dass wir mit Menschen respektvoll umgehen, dass auch die Kollegen sich als ein Team verstehen und sich gegenseitig unterstützen und auch keiner irgendwie mit Informationen zurückhält oder Angst hat, Informationen weiterzugeben. Und dann hast du auch eine automatisiert die höchste Form der Effizienz, ja. Weil wenn jeder versucht, dass es jedem gut geht, und jeder hilft, wo man helfen muss und jeder anpackt, wo es halt anzupacken ist, dann hast du die perfekte Effizienz. Ne? Effizienz hast du halt nicht, wenn jeder sein eigenes Ding macht, keiner über seinen Tellerrand guckt und niemandem hilft, dann hast du null Effizienz. Und Vertrauen ist eines der höchsten Werte, dass die Mitarbeiter sich vertrauen, jeder davon ausgeht, dass der Kollege eigentlich in den Sack haut und wir alle das gleiche Ziel haben, nämlich maximalen Nutzen für unsere Kunden zu stiften. Denn der Kunde zahlt letztendlich ja unseren Lohn. Ja, genau. Ne? Und ist der Kunde zufrieden, sind die Gründer erfolgreich, dann bist du es in der Regel automatisiert auch. Ne? Und da sind wir eigentlich dankbar, dass wir in einem schönen Tätigkeitsumfeld sind, weil wir haben es ja nur mit motivierten, zufriedenen, glücklichen, mega engagierten jungen Leuten zu tun, weil es gibt auch Gründer, die mit 60 gründen, gibt es auch. Ja, ne? Also ja. Jung meine ich eher im Kopf. Ja. Ne, gibt ja auch Leute, die sind 18, die sind schon 60 im Kopf. Ja, ne, also gibt es ja auch, wenn ich so, Gottes Willen, ist der schon als Spießer geboren worden. Ne? Nee, also da gibt es auch, ne, also, und da gibt es auch Leute, die sind 70 und man hat das Gefühl, man redet mit 18-Jährigen. So, ja, super, mache ich, ne, also total toll. Und entsprechend haben wir auch ein ganz buntes Gründungsklientel und auch Männer, Frauen ist fast ausgeglichen. Ich glaube, 48% Frauenanteil. Also. Was ich ja auch richtig top fand, ist halt im Endeffekt, ich bin ja mit dem ICE hergekommen in Nürnberg und das ist ja hier direkt der super, Hauptbahnhof. Super, ne? 100 Meter. Ja, ja, 100 Meter ist toll. Das ist die Lage ist super. Ja, ne? Die Lage ist wirklich gut. Ja, das ist auch zu wenig Platz. Ja, jetzt zu wenig Platz wieder. Ne? Nach 2 Jahren hätte ich nicht gedacht. Weil eigentlich war ich wollte nicht wachsen. Also, ich wollte eigentlich eher mehr Freiheit. Ja. Und umso mehr Menschen du beschäftigst oder mit denen du arbeitest, umso mehr menschelt es ja auch. Ja. Ne, also wird ja nicht weniger anstrengend. Und eigentlich war ja nicht die Idee mehr zu arbeiten, sondern eigentlich ist mein Konzept eher mehr nicht zu arbeiten, beziehungsweise nur noch das zu machen, auf was ich Bock habe. Ohne Arbeit ist auch langweilig, das könnte ich nicht. Ne, also gar nichts machen, da habe ich immer Angst, dass man verblödet oder später, du weißt ja nur noch aus irgendeiner komischen Zeitung was zu erzählen oder was dir die Nachbarn berichtet haben. Aber ich glaube, unsere Zeit ist nicht darauf ausgerichtet, nicht mehr Teil der Gesellschaft, nicht mehr proaktiver Teil dieser Gesellschaft zu sein. Ne, weil
Ja. Nee. Na, dann bist du eigentlich doch eher überflüssig. Und das ist irgendwie trauriger Gedanke. Nochmal zum Thema Immobilien. Hast du vielleicht auch irgendwie so einen Schrank, wo dann halt einzelne Immobilien so in Ordnern geteilt sind, dass wir das nochmal zeigen? Immer nur die aktuellsten, also okay. Aktuellen, ja. Und da hast du ja vorhin schon die Kamera aufgehalten. Okay. Die anderen werden ja abgelegt oder auch digitalisiert. Ja. Und dann ist über jeden Mieter oder über jede Wohnung, jede Einheit, ist dann, glaube ich, ein Steckbrief. Und da sind alle wichtigen Daten drin, die Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Festnetznummer und... Ja. In der Regel bin ich ja eher Buy-and-Hold-Investor, das heißt eigentlich habe ich mit den Mietern nicht so viel am Hut. Die Nebenkostenabrechnung mache ich auch nicht selber, sondern die werden ja automatisiert dann verschickt. Mhm. Das heißt eigentlich ruft mich ein Mieter nur bei irgendwelchen blöden Problemen an, also wobei die auch selten sind, weil ich eher schönes Wohnen vermiete. Dadurch habe ich auch ganz andere Klientel. Ja. Na, eigentlich also in der eher Regel ein bisschen hochpreisiger. Nicht hochpreisiger, eher schöner. Also okay. Ich versuche wirklich eher, kaufe ich eher Wohnungen, die keine Mietmaschinen sind. Sondern eher, ich stehe ja auf Wohnungen vor dem Zweiten Weltkrieg. Ne, also alles so Jugendstil und so. Und da hast du eigentlich auch eher eine entsprechend entspannte, gute Klientel. Ne, also und die rufen halt höchstens mal an, wenn es echt ein Problem gibt. Ja. Das heißt, es tropft von der Decke vom Nachbarn oder so. Ne. Aber in der Regel, dadurch, dass ich ja mit der Hausverwaltung relativ viel mache, kommt das bei mir auch gar nicht mehr an. Also eigentlich sind es die Erstmieter, mit denen ich noch recht viel Kontakt habe. Da habe ich echt nette. Da laden mich manche zum Hackbällchen essen ein oder so. Und das schätze ich auch. Ne? Aber an sich, so viel Arbeit ist es nicht. Dann vielen Dank, dass du uns hier umgebracht hast. So, ich werde dir jetzt unten noch in der Videobeschreibung und in den Kommentaren den YouTube-Kanal und den Instagram-Channel von Dr. Florian Roski verlinken. Der YouTube-Kanal ist wirklich spitze, da geht es um das Thema Immobilien, Unternehmertum und Vermögensaufbau. Das heißt, wenn du wirklich spitzen Videos aus erster Hand haben möchtest, dann schau auf jeden Fall auf den YouTube-Kanal vorbei. Und außerdem werde ich dir noch seinen neuen Videokurs unten verlinken, das 1x1 des Vermögensaufbaus. Das bedeutet, wenn du wirklich einen Mentor haben möchtest, so als Online-Coaching oder sowas, dann schau mal wirklich unten vorbei, denn er hat es wirklich schon, ja, sage ich mal, geschafft und er ist auf jeden Fall so eine Art Mentor für mich. Ich kann sehr, sehr viel von ihm lernen und konnte auch über dieses Wochenende, wo ich bei ihm war, sehr, sehr viel von ihm lernen, auch wie seine Einstellung zum Thema Geld ist, zum Thema Vermögensaufbau, wie er Vermögen aufbaut, was für Sachen es gibt, worauf man Sachen konnte. Er hat mir so coole Insights gegeben zum Thema Investieren in Immobilien, die findest du eigentlich nirgendwo im Internet oder so, danach kannst du gar nicht suchen, weil er einfach schon so viele Sachen gemacht hat. Deswegen schau mal auf jeden Fall unten vorbei. Ich werde dir den Link dort unten verlinken. Das würde mich wahnsinnig freuen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Und ja, bis bald. Ciao, ciao.